möchte mich zunächst an dieser Stelle bedanken für die Einladung und für das entgegengebrachte Vertrauen in Person und in Dienst. Das achte ich nicht als selbstverständlich. Propheten einzuladen ist ja immer eine Herausforderung. Man weiß ja nie, was werden sie tun. Aber ich kann dir sagen, Propheten wissen auch nicht, was will der Herr tun. Zumindest wissen sie das vorher nicht. Sie sind nicht allwissend, sondern sie werden gelegentlich wissend gemacht. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Nur Gott ist allwissend. Und er hat sich vorbehalten, so zu handeln und so zu reden, wie er es beabsichtigt zu tun. Und das kann dazu führen, dass wir in vielen Dingen Gott nicht verstehen. Dass wir uns fragen, Gott, wie kann das dann nur so in meinem Leben geschehen? Und die Frage ist doch nicht letztlich, was geschieht wie in deinem Leben, sondern wie gehst du damit um? Wie bekommst du diese Dinge vor Gott klar? Deine Reaktion ist, reagiert immer Gott drauf. Und viele Dinge geschehen in unserem Leben, so wie wir drauf reagieren, so reagiert Gott auch. Ich möchte zum Eingang sagen, zum Verständnis des prophetischen Dienstes, wie ich von Gott geführt werde. Ich bin immer offen, immer präsent, immer bereit, prophetisch zu empfangen. Das ist in der Berufung drin, das liest die Salbung. Sie ist unabhängig davon, wo ich mich aufhalte, wie ich mich aufhalte, was auch immer das Umfeld ist. Das braucht keine Voraussetzung, um prophetisch zu sein, wenn man prophetisch berufen ist. Aber nicht ich sage, wie viele Prophetien gesprochen werden, sondern Gott bestimmt die Anzahl der Prophetien. Ich weiß, dass mit Erwartungen verbunden sind, mit Versammlung der Prophetie und Heilungen. Man hat Vorstellungen und Erwartungen, wie es denn zu sein hätte und wie man es gerne möchte. Nur du bekommst ein Problem, immer ein Problem, ein geistliches Problem, wenn du in einen Gottesdienst kommst und eine Versammlung der Heilung und Prophetie mit deinen Vorstellungen, so hat es auszusehen. Und wenn dann meine Erwartung gemäß die Dinge sich erfüllen, dann war Gott drin, dann war es gut. Aber Gott ist souverän, geht und Gott bestimmt. Und die Glaubwürdigkeit von Propheten liegt darin, nicht zu reden, um menschliche Erwartungen zu erfüllen, sondern in Inspiration des Geistes zu gehen. Und so bin ich immer offen zu tun. Es kann sein, dass Gott viel redet, kann auch sein, dass er sagt, es bedarf nicht, dass ich weiter rede, ich habe genug zu dir geredet. Nun ist das kein Morgenseminar, in dem man so die Details gehen kann, wie funktioniert prophetisches Reden, warum Gott sagt nicht, Gott nicht unbedingt das, was ich hören möchte, immer das, was ich einen Augenblick gar nicht möchte und solche Dinge. Aber das ist nicht im Moment der Sinn und Auftrag. Wie gesagt, ich gehe dann zu Menschen zu, in den Versammlungen, egal welchen, wie es sich die gestaltet, die Versammlungen oder in welchem Rahmen das ist, dann empfinde ich, ein prophetisches Wort geben zu sollen. Ob das annehmbar ist, ob das glaubwürdig ist, ob das dienlich ist, ob es brauchbar ist, entscheidest du als Empfänger und nicht der Hörende. Ich sage immer, Prophetie braucht einen Empfänger. Es ist ganz wichtig. Manche sagen zu mir, Armando, auf deiner Website steht gar keine Prophetie für Deutschland. Da sage ich, was soll der Quatsch, wer ist das? Die ganze Bibel ist voll, vom Alten bis zum Neuen Testament. Prophetisches Reden hatte immer einen Empfänger, einen König, ein Volk, eine Person. Sie wussten immer, ich bin gemeint, Prophetie braucht einen Adressaten, sonst kann Prophetie nicht leben und nicht umgesetzt werden. Wer ist Deutschland? Ist das die Opposition, ist das der derzeitige Kanzler oder der noch Werdende oder wie auch immer? Wer ist das? Keiner kann mir das sagen. Und all diese Dinge haben sich nicht erfüllt, sie können sich nicht erfüllen, weil Gott nicht geredet hat. Aber jetzt komme ich zum Dienst eines Propheten. Um das Eigentliche heute Morgen. Und es ist keine Geschichte, die man so liest in der Bibel und sagt, oh, das war ja ein tolles Ereignis. Sondern es ist dazu gegeben, dir heute Morgen etwas zu sagen, von dem, was Gott dir durch das Wort sagen will. Und es geht um den Dienst eines Propheten. Es geht um das prophetische Wirken. Es geht aber auch darum, wie viel Gegenwart Gottes braucht es, damit die großen Dinge passieren. Oder was muss ich beitragen? Eines der großen christlichen Probleme derzeit unter Christen. Wir müssen was beitragen zu dienen, damit Gott dient. Ich sage dir, Gott dient uns, damit wir dienen können. Und wir müssen nicht in Leistung gehen, sondern wir dürfen empfangen und geben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich sehe viele Christen, die bedrückt sind. Wir müssen noch mehr tun. Nun ist mein persönliches Glaubensbiografie, wenn ich das immer nenne, kein Maßstab, kein Verhältnis 1:1. Sondern ich habe nichts beigetragen, was ist, sondern Gott hat es getan. Deswegen bin ich ein starker Verfechter, lass Gott dir geben. Vielleicht sind einige unter uns hier und fragen sich, wo ist Gottes Plan und seine Absicht für mein Leben? Ich sage dir ganz salopp, nun ist Mose heute Morgen nicht mein Thema,
So spreche ich gegenüber Mose seine Berufung. Hat Gott einen Plan für dein Leben, weiß er, wo er dich findet und wann er mit dir loslegen soll. Du brauchst dich nicht anstrengen. Du brauchst auch nicht Rätsel raten. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die einfach ihre Situation annehmen können und annehmen sollen. Ich glaube, das im Geist zu spüren. Du kommst nicht klar mit dem, was im Augenblick ist. Aber ich habe eine Botschaft für dich aus dem Geschehen des Wortes Gottes heraus. Und jetzt geht es um den Dienst eines reisenden Propheten. Wir lernen viel aus diesem Geschehen. Wie ist das der Dienst eines Propheten zu verstehen? Und wie ist der Umgang Gottes mit prophetischen Wirken und Reden? Und wie handeln wir damit? Und es geht um den großen Propheten Elisa. Der hatte die Doppelsalbung eines Elia. Aber nicht, weil er zu bescheiden war, sondern weil er nicht mehr gefordert hat. Wenn Gott zu dir sagt, heute Morgen, was willst du, dass ich dir tun soll? Auch das ist eine Predigt. Aber die habe ich heute Morgen nicht zu halten. Da sagst du, alles, was ich kriegen kann. Und es ist genug für alle da. Sei nicht in falscher Bescheidenheit. Manche Christen leben in falscher Bescheidenheit. Gott hat alles für dich da. Und er hatte die doppelte Salbung eines Elia. Das ist ja schon was, ja? Wer kann das von sich behaupten? Und dieser Prophet ist in einem Reisedienst. Und so heißt es in 2. Könige 4, Abvers 8. Eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schumen. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagt die Frau zu ihrem Mann, du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten. Mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Was haben wir hier? Ein Prophet, der des Öfteren zu Gast kam und es geschah nichts. Menschen kommen in eine Versammlung der Heilung und Prophetie und sie bekommen das, was sie empfangen möchten und gehen nicht wieder hin. Das ist ein Fehler. Dieser Mann war des Öfteren zu Gast in dem Haus und es geschah nichts. Aber was sagt uns die Haltung des Paares zu sagen, wir werden diesem Mann, soweit es in unseren Möglichkeiten ist, einen guten Raum schaffen zur Erholung? Wisst ihr, was das die Bibel für die Spielstelle für uns sagt? Mit den Möglichkeiten, die wir haben, dienen wir Gott und der Gemeinde. Viele schauen hin und sagen, mit meinen wenigen, was ich habe und was ich kann, kann ich doch nicht irgendwie meinen Geschwistern dienen. Das ist ein Fehler. Du musst nicht mehr dienen, als du hast, aber mit dem, was du bist, sollst du Gott dienen. Und sie sagten, wir machen das. Wir dienen und ehren Gott damit. Wenn du das, was du bist und was du an Möglichkeiten hast, einbringst für die Geschwister in das Reich Gottes, in die Gemeinde, dann dienst du Gott damit. Und mehr verlangt Gott nicht von dir. Er verlangt nicht das, was andere noch leisten können, dass du es auch kannst. Das verlangt Gott nicht von dir. Aber was du hast, das sagst du, das investiere ich. Und das haben sie getan. Und gaben das, diesen Raum des Propheten. Und mir gefällt diese Bibelstelle, er ruhte sich aus. Viele meinen immer, sie verpassen was, wenn sie nicht ständig für Gott unterwegs aktiv sind. Du kannst dich auch mal richtig relaxen und hinlehnen. Und von mir aus auch die Augen schließen und vielleicht zu Gott beten, kannst aber auch was anderes denken, ja? Und Gott sagt, du brauchst solche Zeiten. Wir brauchen Zeiten des Dienstes und des Zeiten des Ruhens. Sonst gehen wir kaputt. Selbst Jesus zog sich zurück. Und er hatte nur wahrlich wenig Zeit und viel zu tun, ja? Und er ist das Vorbild, er zog sich zurück. Und dieser Prophet ruhte, wie auch immer, und jetzt kommt Vers 11. Als Elisa wieder einmal nach Schumen kam, ging er in sein Zimmer auf, um sich auszuruhen. Das heißt, er hatte keine Vorstellung, keine Erwartung. Er kam nirgendwo hin und sagte, wenn ich denn schon zu Gast bin, dann muss ich ja liefern. Eines der großen Probleme prophetischer Leute ist, wenn sie meinen, sie müssten etwas liefern, wo Gott nicht sagt, rede. Deswegen haben wir auch die prophetischen Probleme, wie sie haben. Es wurde geredet, aber es erfüllte sich nicht, weil Gott nicht gegenwärtig war zu reden. Aber man tat so, als hätte er geredet. Das ist ein Problem. Und der Prophet kannte seinen Gott und wusste, wenn Gott was will, dann weiß er, mich anzustupsen. Dann weiß er, wie er mich berühren muss. Dann weiß er, wie es geht. Und deswegen hat er sich hingelegt. Ganz locker. Und danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Was passiert jetzt hier? Die prophetische Salbung des Geistes fängt an, mit dem Propheten Elisa zu arbeiten. Das war nicht, weil er es suchte, sondern weil Gott mit ihm begann. Und er spürte, da beginnt was zu geschehen im Übernatürlichen prophetisch. Und er bereitete sich darauf vor. Und er ging in den Schritten, die er geführt und geleitet wurde. Und jetzt sagt er zu seinem Diener, hol mir mal die Frau herauf.
Darauf befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, nicht mehr er sagt, sondern er ließ durch den Diener sagen. Interessant, ja? Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe, ich brauche keine Hilfe. Sie sagt, gibt es etwas, wo eine Bedürftigkeit besteht? Und sie sagt, ich bin rundum glücklich. Da kannst du als Prophet ja einpacken. Wenn du auf jemanden zugehst und sagst, hast du was, ein Wort nötig? Und sagst, ich bin mit Gott so, ich bin so, ich weiß nicht, ich kann abgeben, ich habe alles im Überfluss. Da kannst du ja einpacken. Eigentlich müsste der Prophet sich umdrehen oder der Diener gehen lassen, sich hinlegen und schlafen. Da habe ich wohl was Gutes gemeint, aber Gott war gar nicht drin. Aber was passiert? Er lässt nicht locker. Warum lässt er nicht locker? Aus dem ganz einfachen Grunde, er wusste, wie Gott mit ihm prophetisch geht. Propheten des Herrn wissen, wie Gott prophetisch individuell mit ihnen geht. Und dann wissen sie, dass sie gehen können und sagen können. Das ist was ganz Individuelles. Das kann man nicht übertragen. Das kann man auch nicht jemandem beibringen. Das ist was ganz Persönliches. Und dann spürst du, hier ist was, auch wenn die Reaktion derer, zu denen die Botschaft gehen sollte, anders im Moment ist. Und er lässt nicht locker. Und jetzt fragt er nicht, es ist interessant, ja, wir lernen da was von. Er fragt jetzt nicht, dann gehe ich in die innere Klausur. Ich faste 3 Tage und bete und rufe die Antwort des Herrn. Wisst ihr, was er macht? Elisa fragte Gehasi. Stell dir mal vor, Gehasi steht für das Fleisch. Der steht nicht für den Geist. Gehasi ist eine Tragödie. Du kannst ganz nah am Geschehen Gottes bei sein und dennoch nicht zu Gott gehören. Eine Tragödie. Er lebte so viel in der Gegenwart Gottes mit, aber er war nicht mit bei Gott. Bezeichnend. Und jetzt fragt er nicht, Herr, was gäbe es denn doch zu tun? Interessant, ja? Sondern er fragt Gehasi. Gehasi steht für das Fleisch. Ich sage dir Folgendes. Die natürlichen Begegnungen deines Alltages können auch ein Reden Gottes sein. Und die Haltung und die Stellung dazu, Herr, was soll es mir bedeuten, was soll es mir sagen? Das ist die Ausrichtung. Nicht der berühmte Flügelschlag des Engels oder der aufgebrochene Himmel, was da für ganze Stories auf YouTube gibt. Sondern ganz einfach sagen, Herr, ich bin hier drin. Ich meine jetzt nicht räumlich, sondern ich bin drin in Situationen. Und was willst du mir damit sagen? Und jetzt fragt er den Gehasi. Und jetzt kommt etwas ganz Verwunderliches. Und der antwortet, es gebe schon etwas, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Nun sag mir mal, woher wusste das der Gehasi und nicht der Prophet? Müsste der Prophet nicht wissen, in welchem Haus er sich bewegt? Es gibt Geschwister, es gibt auch Gemeinde, was ich verstehe. Ich bin ja seit fast 30 Jahren im Dienst unterwegs und anfänglich wusste ich auch so gut wie nichts darüber. Deswegen, ich verlaufe mal selbst, ich schmeiche mich nirgendwo ein. Wer mich kennt, weiß das. Aber ich finde es gut, wenn Raum gegeben wird für prophetische Verkündigung. Wisst ihr warum? Da gibt es so viele Vorstellungen, Vorbehalte, Unwissenheit. Ich bin über 50 Jahre im Glauben unterwegs. Und ich musste feststellen, selbst wo ich jetzt seit einigen Jahren den Kanzeldienst auch mitgestalte, ich habe nie Predigten gehört über prophetisches Gehen, prophetisches Wirken, der Umgang mit Propheten. Man hört immer, ich sage mal, 1/3 der Schrift wird da rauf und runter gepredigt, Schäden geben, was weiß ich, alles so. Immer, das gibt so Standard. Und einer scheint irgendwie vom anderen abzugucken. Aber so, der Rest der Schrift kommt nicht. Ich habe nie was von Propheten gehört, prophetisches Wirken, prophetisches Gehen, wie ist denn das zu verstehen und so weiter und so fort. Nur mal so eingeworfen. Und jetzt sagt der Gehasi, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Woher wusste das Gehasi? Das will ich dir sagen. Ihr seid ja hier oben im Norden. Wenn ich das im Süden sage, die haben keine Ahnung. Die lesen das Feuilletons ihrer Zeitung nicht. Ihr kennt das Unsorg-Theaterstück Tratsch im Treppenhaus. Und so einer war der Gehasi. Während der Prophet sich ausruhte von mir aus in der Gegenwart Gottes, lief er darum und sagte, was gibt's denn hier Neues? Der wusste über den Familienklatsch Bescheid und über den Dorftratsch sowieso. So war er informiert, deswegen wusste er das, aber nicht der Prophet. Warum hat der Prophet nicht gesagt, wo ich bin, muss ich informiert werden, Herr, damit ich eingreifen und helfen kann? Weil er wusste, wenn Gott das will, dann wird er das tun. Manche haben sich die Vorstellung, der Prophet betritt einen Raum und dann sieht er schon, wo es kracht und wo Hilfe notwendig ist. Erstens, Gott könnte das machen, aber er macht das nicht. Zweitens, du wirst das gar nicht aushalten. Eine Offenbarung zu haben, wie Gott sie hat, da gehst du kaputt bei. Das kannst du gar nicht. Deswegen kriegst du das auch immer nur so im Stückchen mal geliefert. Und jetzt wusste der Gehasi Bescheid. Aber nicht der große Prophet. Man muss die Zusammenhänge sehen, ja?
Und jetzt sagt er, der Prophet, aber der sagt er sagt jetzt nicht, da kommt so ein Rückschluss der Gedanken. Das könnte vielleicht eine Sache sein, da rede ich mal rein. Sondern als der Gehasi geantwortet hat, als natürliches Reden, da verstand, ging das im prophetischen Geist weiter. Da hat Gott ihm eine Offenbarung gegeben für den nächsten Punkt, um was es geht. So läuft Prophetie. Und jetzt sagt er, ruf sie herein, sagte Elisa. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Arm wiegen. Und ihr Mutterherz explodierte von Freude. Sie schrie auf, Halleluja, Gott hat mich erhört. Endlich ist es soweit. Mein Gott ist groß. Das Wort kam noch hinein in ihr Leben. Da muss man doch so aufspringen wie ein junges Kalb oder was auch immer du noch kannst. Und dann musst du sagen, das geht. Und jetzt gibt es eine Antwort und die lautet, ach Herr, du mein Gottes, erwidert sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Na, das ist eine Antwort. Unglaube am Anfang einer Prophetie, das kann doch nie was werden, oder? Die Frau war ehrlich. Wisst ihr, was die Kraft von Prophetie ist? Nicht in dein Leben hineinzukommen und Dinge, die du sowieso beschlossen hast zu tun, dafür brauchst du keine Prophetie. Am Ende wirst du sowieso machen, was du willst. Oder dir so lange einen suchen, bis der nach deinem Munde redet. Wisst ihr, was die wahre Kraft von Prophetie ist? Wenn sie kommt und dir sagt, so wie es ist, wird es nicht bleiben und muss es nicht bleiben. Das ist die Autorität von Prophetie. Dinge zu sehen und vorauszusagen und vorauszusprechen, von denen du sagst, ich stelle mich drauf ein. So wie es ist, muss es bleiben. Das war bei Mose übrigens auch so. Deswegen hat auch Gott gegenüber so reagiert. Er hatte sich eingerichtet in der Wüste. Viele Christen haben sich eingerichtet in ihrer Situation, was ich auch nachvollziehen kann und verstehen kann. Aber da musst du offen sein für das Hineinkommen Gottes und sagen, so wie du dich selbst einschätzt, wird es nicht sein und ich bleibe, weil ich Gott bin und Dinge verändern kann. Und diese Frau war radikal ehrlich. Warum sagte sie das? Sie hatte die Realität vor Augen. Du brauchst die Realität nicht beiseite schieben, wenn Gott redet. Wir haben auch Herz und Verstand und Vernunft, ja? Wir müssen ja nicht die Dinge einfach wegdiskutieren, wo sie doch da sind. Ein großes charismatischer Fehler übrigens, ja? Für meine hypercharismatischen Geschwister sage ich das immer. Man muss die Realitäten sich stellen und da nicht irgendwas daherlabern, sondern sagen, Gott, was ist denn wirklich deine Antwort? Und die Frau war radikal ehrlich. Und sie hatte kein Autoritätsproblem. Menschen haben manchmal so ein falsches Verständnis von geistlicher Autorität. Gerade in Gott-Channel-TV und Bibel-TV gerecht treten die Leute manchmal auf, wenn sie reden, dann legen die Leute an ihren Lippen, als wenn das Gesetz Gottes ist, was sie aussprechen. Es sind alles nur Diener und alles nur Menschen. Und sie kochen alle nur mit Wasser. Um es mal salopp zu sagen. Hänge dich nicht an einen Menschen, dann bist du verloren. Sondern setz dein Vertrauen einzig und allein auf Jesus. Und alles andere sind Diener. Nicht mehr und Knechte. Und Mägde, aber sie sind kein, Gott sagt ihnen, was er will, damit die anderen wissen, was er soll. Sondern Gott ist Gott. Und jetzt war die Frau radikal ehrlich. Wenn Gott kommt und redet, sei radikal ehrlich zu ihm. Ich glaube, das ist ein Aufruf Gottes heute Morgen an einzelne Persönlichkeiten von euch hier im Saal. Sei einfach radikal ehrlich zu Gott, wie du dich empfindest, wie du um dich steht und wie du am liebsten reden möchtest, aber du denkst, oh, wenn ich das Gott sage, oh, der weiß doch sowieso, was mit dir los ist. Und er fällt nicht vom Stuhl, wenn du ehrlich zu ihm bist. Wenn du sagen kannst, ich wünschte, ich könnte hüpfen mit meinem Herzen und meine Gedanken sind frei und ich kann die Hände zum Lobpreis heben, aber ich kann es nicht, dann sagt das Gott und macht dir keinen Zwang. Er weiß doch sowieso, was los ist. Und ich sage dir Folgendes, damit du auch mal ein bisschen beruhigt bist heute Morgen. Weil Gott sagt, wenn ich nur solche Problemkinder auf Erden hätte, wie du es bist, wäre ich der Glücklichste im Himmel. Er hat ganz andere Schwelle, als du es bist. Und damit wird er auch fertig, oder? Du kannst Gott nicht fertig machen. Gott fällt nicht vom Thron, der ist auch nicht überrascht. Wir sind auch überrascht über unsere Biografien, wie man immer so salopp sagt. Oder Geschwister, hätte ich mir bei dem nicht vorgestellt, ja? Aber Gott sagt, wo ist das Problem? Habe ich doch gewusst. Ach, ich bin darauf vorbereitet. Gott ist auf alles vorbereitet. Ich möchte dir Folgendes sagen für die du, ich glaube, dass Menschen hier sind, auch gewisse verständliche Zukunftsangst haben. Da gibt es ja jetzt wieder so ein YouTube-Video aus Heidelberg da angeblich. Ja, ich will die Namen alle hier nicht ins Detail gehen. Wer googelt, wird das finden. Nur Angst. Nur verzweifelt. Ich habe mal eine Predigt gehalten vor 2 Jahren in Schneverdingen über Corona und Leben in Zeiten von Corona. Die Antwort Gottes ist ganz simpel und einfach, fürchte dich nicht. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Warum sagt, ich weiß gar nicht, ich komme gleich wieder zum Thema zurück, zum biblischen Vorgang. Warum sagt Gott uns das?
In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Warum? Weil er wusste, dass wir Angst haben können. Das ist kein Vorwurf. Das ist eine Feststellung Gottes. Das kann passieren, weil wir auch noch Fleisch sind und Blut sind. Weil wir nicht Geheiligte sind im Sinne von, wir sind der ganzen Welt irgendwie entsagt und leben nur noch in einer Hülle von Mensch. Wir können Angst haben. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Lass dich nicht verängstigen durch die Angst verbreiten und sagen, Gott hat ihnen gesagt, da kommt ein Atomschlag. Ich kenne das Buch der Offenbarung, da sind wir aber nicht. Wir leben in einer Zeit der Gnade und der Wiederherstellung. Wenn Gott Gericht wollte, hätte er das schon längst losgelöst. Und dass es einen Zustand gibt in dieser Welt, wie er ist, ist den Dingen geschuldet, dass Gott sagt, ich lasse Freiheiten. Ich lasse Männer und Frauen auch in der Politik entscheiden. Aber es ist nicht, dass Gott jetzt sagt, ich habe mich zurückgezogen, ich weiß auch gar nicht, wie ich mit einem Putin oder überhaupt mit euren Konflikten umgehen soll. Seht mal zu, wie er klarkommt. Sondern Gott sagt, ich sitze im Regiment. Und ich möchte das denen sagen, die berechtigte Sorge haben. Fürchte dich nicht. Das ist die einfache und simple Botschaft, dass du Angst haben kannst und du kannst deine Angst, ich glaube, ich das hier hineinsprechen soll, in den Raum. Du kannst deine Angst, deine berechtigte Sorge Gott überlassen. Sorget euch um nichts. Das heißt nicht, dass wir nicht gewisse Vorsorge und uns um Dinge kümmern müssen, sondern Gott meint, lass dich nicht gefangen nehmen. Ich glaube, dass Menschen hier im Raum sind, die sind von Furcht und Sorge gefangen, was ich nachvollziehen kann. Aber die Frage ist, auf welcher Perspektive verstehst du das? Der Prophet Daniel sagt, die ihren Gott kennen, fürchten sich nicht. Wer die Furcht hat auf das Menschliche gesehen, der hat seinen Gott noch nicht erkannt. Gott möchte dir helfen. Und ich glaube, hier ist mindestens eine Person, die ringt vor Gott und sich sagt, Herr, wann bekomme ich, wonach ich mich sehne? Du bist besorgt um deine Angehörigen, auch das ist heute Morgen nicht meine Predigt. Wie gehe ich damit um? Überlass sie Gott. Ich glaube, in den Saal sprechen zu sollen, du machst dir Sorge um deine Angehörigen, ob sie rettet werden können. Bemühe dich nicht groß, lass es Gott mal machen. Es ist besser, du überlässt manche Dinge Gott. Loslassen. Ich glaube, dass Menschen hier sind heute Morgen, auch das ist nicht meine Predigt, wenn ich da immer einen anderen Bibeltext nehme und darüber spreche. Aber ich war vor einiger Zeit in Würzburg, da hat der Pastor gesagt, du hast es geschafft, in 45 Minuten drei Predigten unterzubringen. Manchmal ist das so. Ich gehe nach der Inspiration des Geistes. Ich weiß gar nicht, warum ich das sagen soll. Ich komme hier, eigentlich komme ich von dem eigentlich, aber da komme ich noch wieder zurück. Lass doch mal los. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die dich loslassen können, auch ihre Angehörigen nicht. Gott ist stärker und größer und mächtiger als du. Er soll mal die Sache übernehmen. Du hast genug getan, nun lass Gott mal tun. Auch in anderen Bereichen. Ich möchte das prophetisch hineinsprechen hier in den Saal. Lass es doch mal Gott tun. Einfach mal sagen, ich lass mal zuschauen, wie er das macht. Nicht du musst alles managen, sondern einfach mal es an Gott übergeben. Und jetzt sagt er, Frau, du wirst empfangen. Das ist ja eine kernige Aussage. Da kann man sogar was Prophetisches mit anfangen. Die meisten Prophetien werden hineingesprochen und da hat man so kein Zeitfenster. Man weiß nicht, wie sie sich entwickeln. Aber das ist ja was Konkretes, ja? Also hier kann man sagen, das muss ich nach gewissen Monaten, muss ich die Dinge ja zeigen. Oft haben Prophetien eine lange Laufzeit, das muss man ja einfach mal sagen, ja? Ich habe 75 eine Prophetie bekommen und Mai 93 kam sie ins Leben. Nur um auch mal zu sagen, wie das hier funktioniert. Aber hier kann man ja was mit anfangen. So, und jetzt könnte ich aufhören und sagen, hier wurde Glaube geweckt an die Möglichkeiten Gottes in das Reich der Unmöglichkeit hinein. Denn es heißt im folgenden Vers, die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Das ist ja einfach, könnte man sagen, das ist Glaube geweckt, wenn Gott redet und die Dinge sind unmöglich, aber wenn er rangeht, wird es möglich. Jetzt habe ich aber eine klare Aussage zu machen. Wisst ihr, das Kind wurde nicht geboren, weil der Prophet sprach, sondern weil das Ehepaar was tat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Propheten sind nicht dazu da, für dich Prophetien in die Wirklichkeit zu bringen, dich zu begleiten, zu betreuen, um zu sehen, dass die Prophetie auch was wird. Wisst ihr, der Prophet zog nämlich weiter. Der blieb nicht im Hause vom Flur aus und klopfte an eine gewisse Tür des Hauses und sagt immer, wie weit seid ihr? Ich habe doch gesagt, da soll bald ein Kind geboren werden, beeilt euch. Damit hat der Prophet nichts zu tun. Du musst die Prophetie vom Propheten trennen. Das kapieren die nicht, die Leute. Selbst die eine Ausbildung haben, qualifiziert, Doktortitel in der Theologie haben, die haben es nicht verstanden. Du musst eine Prophetie vom Propheten trennen. Wenn der Prophet ausgesprochen hat, ist seine Verantwortung gegangen. Was daraus wird, ist nicht seine Sache. So sieht es aus. Und jetzt, wo die Frau tatsächlich schwanger, was passierte da? Da war die erste, nein, das ist nicht. Und dann hat sie einen Moment innegehalten und gesagt, aha, ich erzähle das mal meinem Mann.
Der ist übrigens die ganze Zeit nicht dabei, ist bezeichnet, ja? Und dann wird sie gesagt haben, stell mal vor, das und das hat der Prophet erzählt. Und jetzt kommt was Wichtiges, dass du verstehst, wie Prophetie läuft. Und die beiden haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, welchen Beitrag können wir leisten, um Gott zu testen, ob er wirklich das meinte, was er gesagt hat. Wir leben in geordneten Verhältnissen, wir kommen als Ehepaar zusammen und wir wollen mal sehen, ob Gott, wenn er geredet hat, muss ja was passieren. Wisst ihr, so funktioniert Prophetie. Du musst immer hinschauen und sagen, was kann ich dazu beitragen zur Erfüllung der Prophetie? Was ist mein Anteil? Und ich sage dir immer das, was du mit Herz, Verstand und mit dem Wort Gottes vereinbaren kannst, das tust du. Und ich sage dir auch für die, die manchmal so denken, oh Prophetie, das ist immer so was Schwieriges. Der leichteste Teil in einer Prophetie, das ist dein Anteil. Und der schwere Teil, von dem du sagst, wie soll das zustande kommen, darum kümmert sich Gott. So simpel ist das. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja hervorragend. Wenn Gott hineinspricht in meine Situation und ich mich ein wenig darauf einlasse, auf das Reden Gottes, dann kommt die große Veränderung. Das wäre mir zu einfach. Wisst ihr, in dem Moment, wo Gott wirklich prophetisch redet, ich glaube auch, ich bin ja schon, wie man mir sagt, prophetisch in der Verkündigung. Ich brauche nicht unbedingt immer zu Leuten hingehen, sondern ich bin schon prophetisch in der Verkündigung. Ich glaube auch, dass ich vorher schon gesagt habe, hat einige Herzen berührt und herausgefordert. Und jetzt passiert was? Der Feind kommt und raubt das, was Gottes Verheißungen sind. Manche streben und sehnen sich nach einer Prophetie. Da sage ich immer, bist du darauf vorbereitet, um die Herausforderung, die eine Prophetie mit sich bringt? Manchmal erscheinen Leute schwieriger, in eine schwierige Situation zu kommen, nach einer Prophetie, als sie vorher je waren. Ich sage, das ist biblisch. In dem Moment, wo Gott wirklich redet, kommt der Feind und sieht Zweifel. Kann das wirklich hinhauen? Klappt das wirklich? Ich weiß nicht so recht. Na, vielleicht war es dann doch nicht so ernst zu nehmen. Ein Problem vieler Christen. Deswegen haben wir auch die Probleme in Bewegungen, Gemeinden und Einzelpersonen. Sie haben nicht verstanden, mit umzugehen, weil es ihnen niemand gesagt hat. Was passiert mir, wenn ich eine Prophetie verstanden habe? Dann kommt der Feind, wo Gott wirklich geredet hat, kommt auch der Feind und sieht Zweifel und will es rauben. Und jetzt haben sie sich zusammengetan als Ehepaar. Und es heißt, als der Junge größer geworden war, besuchte eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Jetzt kommt die Herausforderung, die Problematik, um der es Gott heute Morgen für dein Leben geht. Für deine Situation, für dein Sein und dem, was du steckst. Der Junge ist herangewachsen und heißt Vers 19, plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf den Knien, dann starb es. Aber Prophet, bist du denn nicht klar über deine Aussagen, wohin sie führen können? Und am Ende ist die Katastrophe größer als vorher. Du musst dir doch bewusst sein, was du in deinem prophetischen Wirken tust. Jetzt kann man anfangen, mit Gott zu hadern. Vielleicht haderst du hier und da mit Gott. Läuft nicht so, wie es du es hier so ausgemalt hast, ja? Sah alles so rund aus. Irgendwie so easy, das Glaubensleben. Und plötzlich, rums. Vorher ging es noch einigermaßen und jetzt bist du viel schlechter dran. Und jetzt starb das Kind. Eine Verheißung Gottes fährt in den Keller. Und jetzt was passiert was? Jetzt gibt es eine Reaktion. Eine Reaktion der Mutter auf die Situation. Ihre Reaktion entscheidet darüber, was dann kam. Sie hätte eine Chance gehabt, was heißt eine Chance, eine Möglichkeit gehabt, gesagt, ich will mit Gott, mit seinen Werken, mit seinen Verheißungen nichts mehr zu tun haben. Ich werfe das beiseite, ich lasse mich damit zufrieden. Mit irgendwelchen Aussagen, Verheißungen, das haut hinten und vorne nicht hin. Wenn es darauf ankommt, hat man einen riesen Scherbenhaufen. Viele Christen sind frustriert, niedergeschlagen, weil sie nicht verstanden haben, nicht gesagt haben, was passiert in der übernatürlichen Welt. Wie können die Dinge auch in deinem Leben unrund sein, katastrophal sein? Niedergeschlagen sein. Und was machst du dann, wenn es nicht so in deinen Verheißungen ist, wie andere sagen, dass du Anspruch auf Verheißung hast? Zweites Standbein meines Dienstes ist die Krankenheilung und die Lehre darüber. Das ist heute Morgen nicht mein Thema, aber manche Gemeinden haben mich rausgeworfen, einige haben mich gar nicht mehr eingeladen, andere sagen, komm deswegen wieder. Ich habe eine sehr klare, differenzierte Aussage. Krank werden wir, weil wir Menschen sind und nicht, weil wir nicht glauben. Aber das jetzt wieder zurück zu der Sache hier. Und dann passiert Folgendes. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf den Knien, dann starb es. Und jetzt tut die Mutter eine Reaktion. Der Prophet ist nicht da. Wo bleibt der Prophet? Muss er nicht kommen und sagen, der Herr hat mich geschickt. Ich komme noch dazu. Der Herr hat mich geschickt. Ich bringe hier wieder Ordnung.
Die Mutter, was tat sie? Brachte den Leichnam in das Oberzimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld. Was tat sie? Was sollst du als erstes tun heute Morgen? Deine Not, dein Anliegen, deine Herausforderung, von der du sagst, das geht nicht, ich weiß nicht, gib es in die Hände Gottes. Sie legte das in die Hände Gottes. Ich komme auch noch zum Gebet, zu deiner Ausdauer, zu deinen Ringen und Kämpfen. Wo bleibt die erhörende Gebetserhörung? Ich komme noch dazu. Sie legte das zurück in die Hände Gottes, das Kind. Und nichts passierte. Lass dich durch denen, die sagen, hau ruck gebetet und schon war alles da. Das ist ein Irrtum. Das meiste ist ein Ringen. Ich komme noch dazu. Ringen, kämpfen, durchhalten, aushalten, im Gebet ständig vor Gott sein. Nicht dieses Schnipp, Schnapp, kaum das Wort gesagt, schon ist die Hand Gottes da. Das ist nicht die Regel. Lass dich nicht irritieren durch diese sogenannten Zeugnisse. Solche Leute werden ja auch nur auf die Kanzel gelassen. Ich finde das eine Tragödie. Sondern die Wahrheit ist anders. Du ringst und kämpfst und sagst, Herr, wo bleibt die Verheißung dessen, was ich im Herzen empfinde? Wann kommt es? Und sie legt das Kind hin und nichts passiert. Und jetzt macht sie Folgendes. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute? Fragte er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie. Sattel die Eselin und befahl dem Knecht, treib mir das Tür tüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. Sie kommt zu ihrem Mann, der von nichts wusste, und sie sagt ihrem Mann nichts. Wäre das nicht das Naheliegendste, dass sie sagt, ich sage meinem Mann, was geschehen ist? Der müsste es doch als erstes wissen. Warum sagt sie nicht ihrem Mann, was geschehen ist? Das will ich dir sagen. Sie wusste, mein Mann hat nicht den Glauben und die Zuversicht in Gott, die es jetzt braucht. Wenn ich meinem Mann sage, was geschehen ist, sagt er, Frau, lass es sein. Das, komm, hör auf. Lass, begrab, und Tür zu für den Propheten und Feierabend und nichts mehr und überhaupt nicht mehr mit Gott oder was weiß ich. Er brachte nicht die Zuversicht auf, die es braucht in die Situation. Und ich sage dir Folgendes heute. Nicht mit jedem deiner Anliegen kannst du zu jedem gehen. Nicht jeder wird deinen Glauben mittragen. Nicht jeder wird dich verstehen. Nicht jeder wird dich im Gebet begleiten. Nicht jeder wird mit dir durchkämpfen. Nicht jeder ist mit dir gleich unterwegs. Und ich sag dir, es gibt Zeiten, da bist du ganz allein mit Jesus dran unterwegs. Und niemand ist da. Deswegen sage ich immer, zu viele Ratgeber sagen, die Sprüche sind des Königs tot. Viele Christen, das Buch noch, dieses Buch braucht, was weiß ich. Das muss ich noch lesen. Daimler hat mir das gesagt. Ich treffe manchmal Menschen, ja, und dann redest du. Und ja, das hat mir, ja, mir hat da einer was gesagt. Ich sage, was soll denn das? Sondern muss sagen, Herr, was gibt es mir zu sagen? Und lass mich auf die treffen oder das hören, was mir wirklich dient und nicht irgendeine Meinung zu hören. Dann wirst du, wie Jakobus sagt, hin und her geworfen. Viele Christen sind einfach nicht fest, kommen auch nicht zu den Durchbrüchen, die sie erhoffen, weil sie immer von denen hören, von jenen hören, das, dieses, das fehlt noch, das hast du zu machen, da musst du mehr tun, da musst du weniger tun, das musst du lassen, da musst du vergeben, da ist noch Bitterkeit und alles so ein ganzes Stocking rauf und runter. Und weil du dich vergeben hast, alles großer Schmarrn. Gott macht sich davon nicht abhängig. Wer ein schwacher Gott, mit dem solchen Gott will ich nicht unterwegs sein. Der sagt, so wie du dich da unverhältst, nur so kann ich auch was machen. Gott ist Gott. Und er guckt nicht primär darauf, wie gut du nach deinem Bild und Vorstellung und Reden anderer unterwegs bist mit ihm. Er ist Gott und handelt aus Liebe. Ich stehe nicht hier, weil ich alles rund gut gemacht habe, sondern weil Gott da war. Und er hat gehandelt, obwohl ich nicht gut im Handeln war, um es mal so salopp zu sagen. Deswegen soll mir keiner mit diesen Dingen kommen. Sondern Gott ist Gott, er ist heute Morgen auch da. Er kommt nicht, um dir einen Vorwurf zu machen. Er kommt nicht, um dir eine Palette vorzuhalten von Vorgaben, die du noch abarbeiten musst, bevor er was in deinem Leben tut. Er kommt, weil er Gott ist und dir dienen will. Ich werde nachher jeden die Hände auflegen, wer es wünscht. Das spüre ich im Geist sagen zu sollen. Und ich glaube an die Sache des Geistes, des Augenblicks, der Berührung, der Hilfe und des Reagieren Gottes. So wie du reagierst, wird Gott reagieren. Und er kommt nicht und sagt, da fehlt noch, mach mal erstmal einen Abfragekatalog. Es gibt hier einen in Norddeutschland, da muss erstmal ein Abfragekatalog durcharbeiten, bevor überhaupt gebetet wird, bin ich als Kranker. Ich lege jeden die Hände auf. Jeden. Ich frage nicht, ist da was in deinem Leben, was da nicht stimmt? Wenn ich über Heilung spreche, komme ich mit den Bibelstellen.
Jesus heilte aus Liebe und nicht, ich gucke erst mal hin, warst du auch treu den Zehnten gegeben, hast du auch dich einer Gemeinde zugehörig gefühlt und was weiß ich da, was alles gibt. Oder hast du mich vergeben, hast du Bitterkeit. Last auflegen zu denen, die zusätzlich krank sind, ist verwerflich. Im Glauben die Hände auflegen und beten, dass Gott heilen kann. Du bist nicht der Heiler übrigens, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ja. Aber das ist jetzt nicht das Thema, heute Morgen über Heilung zu sprechen. Aber vielleicht muss es hier und da jemandem doch gesagt sein sollen heute Morgen. Und jetzt sagt sie, treib mir das Türtüchtig an, höre nicht auf, bis ich es dir sage. So kam sie zu Elisa an den Berg Karmel. Wisst ihr, was der Berg Karmel war? Das war nicht nur die geografisch die höchste Erhöhung, sondern auf dem Berg warst du Gott so nah, wie es nur jemals sein kann. Die einzige, noch, was es hätte noch toppen können, in den Himmel versetzt zu werden. So dicht war Elisa bei Gott. Kommt ja auch gleich dazu, was ich sagen möchte dazu. So dicht war der Gegenwart, keine Ablenkung durch irgendwas. Er war nur pure Gottesgegenwart. Und jetzt heißt es Folgendes. So kam es zu Elisa an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schumen. Lauf ihr entgegen, fragt sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Und, jetzt kommt der Knaller, geht es dem Kind gut? Aber Prophet, ich denke, du bist ein Prophet. Da stellst du doch nicht solche Fragen. Du kommst auf mich zu und sagst mir, welche Fragen ich im Herzen habe und gibst mir die Antwort. Wieso fragst du Prophet, was bist du für einer? Hast du Sünden an dem Leben? Gibt das da Dinge der Unvergebenheit und der Bitterkeit gegenüber deiner Gemeindeleitung oder sonst was? Bist du nicht treu dem Herrn gefolgt? Das kann doch gar nicht sein, wenn du ein Prophet bist, wie die Bibel dich beschreibt. Ich rede von Elisa, ja? Damit wir die Dinge gleich beieinander halten. Viele denken, wenn wir die Propheten im Alten Testament hier hätten, dann bliebe keine Frage offen, ja? Salopp gesagt, ja? Du wirst dich täuschen. Und dann musst du doch wissen, Prophet, was da auf dich zukommt. Wie sah er die Frau kommen? Mit den natürlichen Augen. Er sah sie nicht prophetisch angekündigt von Gott. Und jetzt sagt er zu Gehasi, lauf ihr entgegen und frag mal, ist denn alles gut? Da ist meine Prophetie denn. Du kommst nur, Danke zu sagen. Tut nicht nötig, aber ist auch mal schön. Und jetzt sagt sie zu Gehasi, ja, es geht gut. Aber es war doch nicht gut. Warum sagt sie zu Gehasi, es geht gut? Gehasi steht für das Fleisch. Sie wusste, Gehasi wird der, der mich sagt, bemühe man den Meister nicht weiter. Also in der Situation, also da, ja, muss wir einfach, ja, ist so. Ne? Kehr mal wieder um, da kann Gott und so und den Rest nichts mehr machen, ja. Wenn es so mal schon mal so ist, dann ist es eben so und dann musst du da das irgendwie verarbeiten. Deswegen sagt sie, wie ich Gehasi sage, weswegen ich komme. Der sagt, geht nicht, passt nicht, klappt nicht. Dein Fleisch, deine menschlichen Gedanken werden immer sagen, das haut nicht hin, das wird nicht werden, das kommt nicht zustande. Und jetzt sagt er, geht's denn allen gut? Es geht gut, sagt die Frau, aber es ging keinesfalls gut. Und jetzt kommt was. Verstehe jetzt, was ich meinte eingangs, nur Gott ist allwissend und seine Propheten werden gelegentlich wissend gemacht. Denn es heißt folgendermaßen, als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen. Ich glaube auch heute Morgen von der prophetischen Verkündigung her, ich sage es einfach mal in den Raum hinein, ich kenne die Führung des Geistes. Auch heute wird der Geist handeln und wirken. Und dann kann das sein, dass du nach Hause gehst und das Fleisch fängt an. Das ist schon so lange her. Das ist schon so lange mein Problem. So lange schon. Und ich weiß nicht. Und wie soll es denn gehen? Wie es gehen soll, ist nicht deine Sache. Es ist Gottes Sache. Du musst lernen, die Dinge in die Hände Gottes zu vertrauen. Denn er ist der, der vollenden kann und vollbringen kann. Und jetzt heißt es, Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisa sagte, und jetzt hör zu, das ist jetzt der Prophet in der Gegenwart Gottes. Manche sagen, wenn wir dann erstmal sozusagen hineingebetet sind in die Gegenwart Gottes, ich sag mal quasi das Gefühl, als hätte man das Zelt des Mose da. Oder man sei wie auf dem Berg Karmel versetzt. Oder wir hätten den Gürtel des Jeremia oder den Mantel des Elia und was auch immer. Wenn wir denn hätten mehr Atmosphäre, dann geschieht mehr. Ich sage dir, wir können hier 1000 Engel stehen haben. Wir haben nicht mehr Heilung, wir haben nicht mehr Bekehrungen, wir haben nicht mehr Zeichen und Wunder. Sondern Gott behält sich vor, zu handeln. Wenn ich über Mose spreche, lass mich das einwerfen. Ich hatte erst mit mir ein bisschen, ist Mose vielleicht dran?
braucht es eine besondere Atmosphäre, dass Gott uns begegnet. Das braucht es nicht. Mose war in der Wüste in seinem Alltag. Gott ist da, wo du gerade unterwegs bist. Und da kann er zu dir reden und zu begegnen. Da kann er hineinkommen. Gott ist ein Gott des begleitenden Alltags. Wie auch immer dein Alltag sich gestaltet, Gott ist da und will darin begegnen. Da braucht es keine besondere Atmosphäre. Und dieser Prophet war in einer besonderen Atmosphäre, kann man sagen, wo normalerweise das, was er jetzt sagt, doch gar nicht möglich wäre, oder? Er sagt Folgendes: Lass sie, sie ist ganz verzweifelt und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Warum verlangen wir von den neutestamentlichen Kontextpropheten mehr, als Elisa dir heute geben würde? Der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Was Gott nicht offenbart, kann nicht gesagt werden. So simpel läuft das. Und jetzt kommt die Antwort der Frau. Und das ist eine gesunde Reaktion. Du darfst zu deinem Gott ganz radikal ehrlich sein. Viele Christen verstecken sich. Sie haben Gedanken und Empfindungen, aber meinen, wenn sie die irgendwie nicht artikulieren, Gott gegenüber, dann kriegt er das nicht mit. Ach Herr, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um meinen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Sei zu Gott radikal ehrlich. Sag ihm, wie es um dich steht. Er weiß es sowieso. Sag ihm, das haut nicht hin. Ich habe dein Wort vertraut, ich habe gebetet. Ach, ich habe mich abgestrampelt, salopp gesagt. Und jetzt habe ich das Malheur. Dann kann Gott nämlich handeln. Auch das ist meine Predigt von heute Morgen nicht, aber ich nehme den Kernsatz. Der blinde Bartimäus, der schrie, Herr, erbarme dich. Und Jesus sagt locker zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Eine dumme Frage, ne? Herr, du siehst doch, dass er blind ist, ne? Dass ich sehend werde. Vielleicht darf ich mir gerade schenken und ihr mir gnädig seht, darüber mal predigen. Das ist ganz gewaltig. Jesus sagt, ich mach dies oder jenes. Er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagt, dass ich sehen werde. Er hätte auch alles andere wünschen können. Jesus sagt heute Morgen, was willst du, dass ich dir tun soll? Nicht, wisst ihr, die meisten Predigen laufen darin auf, du hast noch nicht genug geleistet, du musst mehr tun. Ich sage das mal so unterm Strich, ja. Ich weiß ja, woher ich komme, vielleicht für über 50 Jahren. Und ich bin mehr Konsument von Predigten, als auf der Kanzel gestanden. Aber irgendwann kommt immer unterschwellig, es hat noch nicht gereicht, deswegen ist es so, wie es bei dir ist. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Ich habe eine andere Botschaft. Gott dient uns. Und dann können wir die Dinge tun und dann können wir auch dienen. Und jetzt heißt es, da sagte Elisa zu Gehasi, geh so schnell, du kannst nach Schumen. Bleib nicht stehen, um irgendjemanden zu begrüßen. Und wenn ich jemanden begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Ich habe mich gefragt, Elisa, du hättest wissen müssen, das geht nicht gut. Warum hast du das gemacht? Denn das hatte ja eine Folge jetzt. Wisst ihr, was das für mich gesagt hat? Auch die sogenannten großen Männer und Frauen Gottes, von denen du sagst, oh, deren Glaube, deren Bibellehre, die hätte ich auch gerne. Die machen genauso Fehler wie du auch, nur andere Fehler. Das heißt, die Salbung und die Erfahrung mit Gott schließt sich aus, dass wir auch Fehler machen. Und jetzt geht der Gehasi mit dem Stab los. Aber vorkommt noch, seine Mutter sagte, die Frau hatte mehr Erkenntnis. Vielleicht hast du mehr Gott vertrauen, mehr Erkenntnis als von den manchen, denen du nachläufst, nachliest oder bei YouTube oder bei Gottchannel oder BibelTV immer hinterher guckst. Vielleicht hast du viel mehr drauf, als du meinst. Denn die Mutter hatte viel mehr drauf als der Gehasi. Da kann man sagen, okay, der steht da draußen ein bisschen abseits. Oder als der große Prophet, um das dir mal die Dinge beieinander zu bekommen. Aber seine Mutter sagte, so gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht von dir gehe ohne dich von hier weg. Da ging Elisa mit ihr. Sie drängte ihm, nicht er sagte, ich weiß, was zu tun ist. Kennt ihr die, die so auf der Bühne laufen? Ihr müsst mal die Fernsehprogramme den Ton abschalten. Ihr müsst mal gucken, wie die da rumlaufen. Ich bin der Geheimsekretär Gottes. Ich war schon wieder im Himmel, ich habe begegnet. Und der Engel, und morgens weckt mich der Herr und abends legt er mich in den Schlaf. Nichts sagt der Prophet. Die Frau sagt, komm, komm mal mit. Und dann werden wir mal sehen, was kommt. Und jetzt heißt es, Gehasi war vorausgeeilt und hat den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück, Elisa entgegen und sagte ihm, er ist nicht aufgewacht, ist klar. Warum nicht? Er hatte eine Autorität, die ihm Gott nicht zugestanden hat. Warum passieren die Dinge im Reiche Gottes so unterschiedlich, obwohl doch die meisten das Gleiche machen? Ich sage dir, warum.
weil sie etwas tun, was Gott nicht will, dass sie es tun sollen. Sie fangen an zu handeln, weil sie meinen, sie sollten so handeln oder weil Dritte es sagen. Deswegen haben wir auch die Probleme im Reich Gottes, wie sie haben. Weil die meisten, ich sage mal ganz salopp, 50% stehen nicht dort, wo Gott sie hat hinhaben wollen. Deswegen haben wir die Frucht und die Ergebnisse. Das, was nicht im Willen Gottes ist, wird nicht belohnt von Gott. So einfach ist das. Und Gehasi war nicht im Auftrag Gottes. Du kannst den Stab des Mose haben. Du kannst den Mantel des Elia haben. Du kannst auch für mehr aus dem Zelt des Mose haben. Du kannst alle Utensilien, sage ich jetzt mal, der Schrift haben. Du kannst sogar das Fischernetz des Petrus haben. Wird dir nichts nützen. Nichts. Wenn Gott nicht sagt, ja, der Auftrag ist das, das zu tun. Und deswegen passiert dir nichts. Sondern du musst wissen, ich bin im Fluss des Geistes mit dem, was ich tue. Lass dich nicht reindrängen in Aufgaben, geistliche, praktische Aufgaben ist ein ganz anderes Feld, ganz andere Sache. Aber lass dich nicht in geistliche Verantwortung drängen zu irgendwas hin und das funktioniert irgendwie nicht. Und es klappt nicht, weil Gott sagt, ja, ich habe das nicht gewollt. Er hat nicht gewollt, dass Gehasi den Stab bekommt, aber Elisa hat diesen Fehler gemacht und Gott sagt, okay, da passiert auch nichts. Und jetzt geht das hier weiter. Und jetzt kommt Elisa. Und es heißt, Vers 32, als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Was für ein Gefühl! Vor einer Katastrophe stehend! Kannst ja einpacken in deinen Dienst, oder? Kannst ja den Dienst wegschmeißen. Er sah eine Katastrophe, ein Fiasko, ein Versagen. Wir können versagen, aber wie wir damit umgehen, ist entscheidend. Und Elisa sagte nicht, oha, schweres Problem, weiß ich keine Antwort. Ich drücke mich mal davon. Er tat das Einzige, er betete zum Herrn. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Das erste war, liegt es, was dein Kind ist, in Gottes Hände. Und das zweite ist, bete weiter. Der kommt hinein und macht dich schnipp, schnapp, mit die Hände heben. Es soll geschehen, steh auf und wandle. Nichts dergleichen, sondern er betete zum Herrn. Und ich sage dir Folgendes, es passierte nichts. Wie lange betest du schon, dass Gott seine Hand ausstreckt in deinem Leben, deiner Familie, wo auch immer das der Punkt ist? Und es scheint dir nichts zu passieren, nichts scheint zu gehen. Was machst du dann? Wisst ihr, was wir von Elisa lernen? Er blieb dran. Ich sage dir heute Morgen, egal wie lange du mit deinem Anliegen vor Gott schon stehst, bleibe dran. Hör nicht auf und guck nicht, wie es aussieht, sondern sage, er macht es. Und dann geht es hier weiter. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augenhände des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Da begann was, weil er dran blieb, weil er durchhielt, weil er sich nicht resignierte nicht. Er war nicht frustriert von Gott. Es gibt Christen, die sind frustriert von Gott, weil sie einfach ihnen nicht gesagt wurde, wie gehe ich damit um, was mir widerfährt. Und er resignierte nicht und war nicht frustriert. Sondern er betete zum Herrn. Aber wisst ihr, was wir hier von dem großen Mann Elisa lernen? Es bedarf Anstrengung und Zeit. Er bekam es nicht einfach so in den Schoß gelegt, wie das so schön heißt. Kennt ihr die Zeugnisse da, die da so gerne verbreitet werden? Aber einer scheint es zu funktionieren, aber bei neun anderen nicht. Nur die hörst du nicht. Wir brauchen mehr Ehrlichkeit vom Podium, sage ich immer. Wir brauchen mehr, wo gesagt wird, so ist es. So ist das Leben, so sind die Herausforderungen, so ticken wir, so kämpfen wir, so ringen wir. Das ist die Realität des Glaubens. Und er kam hinein und nichts passierte. Und dann begann er, auf Gott zu schauen und zu beten. Und dann legte er sich auf den Jungen und da begann etwas. Es kam Leben zurück, aber es war noch nicht vollständiges Leben da. Und er blieb dran. Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Da nies er das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Aber wann geschah das? Weil die Frau eine Entscheidung traf. Und die Entscheidung lag daran, ich gebe frustrierend nicht auf und hadere mit Gott, sondern ich übergebe die Situation Gott. Und werde sehen, was er daraus macht. Und der große Mann Gottes nahm ihr die Entscheidung nicht ab. Er kam nicht vom Berg Karmel und sagt, bei dir zu Hause gibt es ein Problem, ich löse das jetzt. Sondern die Frau wandte sich an Gott. Und Gott kam mit seinem Diener und ging hinein und veränderte die Situation. Weil die Frau eine Haltung einnahm und sagte, ich höre nicht auf und ich gebe nicht auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, hast du deinen Sohn?
Sie trat auf Elisa zu und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Ich glaube, die Freude in diesem Haus war um Vielfaches größer als bei der Erstgeburt des Kindes. Aber übrigens, lass mich diesen kleinen Einwurf gestattet sein. Bist du diesem Jungen noch mal begegnet? Natürlich nicht, der ist auch zwischenzeitlich gestorben. Es gibt Dinge, die geschehen auf Zeit im Leben. Aber am Ende sind wir für die Ewigkeit vorherbestimmt und nicht für ein dauerndes Wunder auf Erden, ja? Um das mal so zu sagen. Wisst ihr, wir können jetzt mit Gott in eine Fragestellung hineingehen. Warum, Herr, dieser Weg? Warum so kompliziert, so anstrengend für alle Beteiligten? Ging es nicht ein bisschen easy? Lief doch am Anfang so locker. Und dann diese Brumm. Aber Gott sagt, das ist mein Weg mit dir. Wisst ihr, was hier zu verstehen ist mit dem Ehepaar, mit dem Kind und mit dem Propheten? Das war Gottes Weg, mit ihnen so zu gehen. Ich glaube, dass Menschen hier sind im Raum, die einfach den Weg Gottes, wie er im Augenblick mit ihnen geht und gegangen ist, annehmen müssen. Gott möchte, dass du einfach annimmst, was war, was ist und was in Zukunft noch kommt. Betrachte das als Gottes Absicht und sein Weg für dein Leben. Er wollte das so und hat es so geschehen lassen. Nicht, weil ihm die Kontrolle über dein Leben in deiner Situation entglitten ist, sondern weil er sagt, das ist dein Weg mit mir. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die den Weg Gottes einfach annehmen müssen, respektieren müssen, nicht verstehen müssen, nicht kapieren müssen oder in irgendeiner Weise sich das zurechtdrehen und zurechtbiegen, sondern ich glaube, dass Menschen hier sind, die einfach für sich sagen müssen, ich nehme das mal so an, wie es geschieht, wie es geschehen ist und was in Zukunft noch sein wird. Aber Gott ist da. Und wenn du heute Morgen für dich ganz persönlich so etwas empfunden hast, was dein, in Anführungsstrichen, dein Kind ist, was ein Stück weit deine Situation widerspiegelt, deine Erwartungen an Gott, dann bring es Gott. Dann darfst du an deinem Platz aufstehen und ich werde dafür beten. Denn der gleiche Gott des Elisa und dieser Frau und dieser ganzen Familie ist auch dein Gott. Er ist immer noch der gleiche Gott, der Dinge in die Möglichkeit bringt, die unmöglich erscheinen. Aber die Entscheidung darüber triffst du. Die nimmt Gott niemanden ab. Wenn du sagst, ja Herr, hier habe ich was, was mir ganz wichtig ist und wertvoll ist und ich liege damit und ich komme nicht mit zurecht, aber ich will es einfach mal dir überlassen, wie du es führst, dass wir uns daran erfreuen und erwarten dürfen. Dann darfst du an dem Platz aufstehen und werde ich dafür beten. Jesus, ich danke dir für diesen heiligen Moment deiner Gegenwart des guten Heiligen Geistes. Ich danke dir, Jesus, dass du in deiner Art und Weise, wie du es beabsichtigt hast zu tun, geredet hast. Ich danke für diese wertvollen Menschen an diesem Morgen. Ich danke, dass du verstanden hast, die Herzen zu erreichen, nicht Worte, die man von der Bühne aus formuliert sind, entscheidend, sondern wie der Heilige Geist es führt und leitet in die Herzen der Menschen. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass jeder einzelne dieser wertvollen Persönlichkeiten, was sie in diesem Augenblick vor dir bringen und mit darin verbinden, dass du anrühren, helfen und befreien mögest. Dass du in dieser Art und Weise reagierst und handelst, Herr. Und alles das, was so Blockaden sind, was nicht verstanden wird, dass es einfach abgegeben wird an dich. Ich bitte, dass jeder Einzelne das für sich sagen muss, ich muss einfach mal ablassen, loslassen. Ich will es einfach mal in die Hände Gottes gehen und mal schauen, was dann damit raus wird. Vater, ich bitte für jeden Einzelnen in deiner wertvollen Gnade heute Morgen, dass die Dinge, die sie in diesem Augenblick von dir erwarten, dass sie verändern und dass sie kommen, dass das geschieht, allein aus Gnade, allein aus Barmherzigkeit, einzig allein aus deiner Hand und deiner Gnade. Im Namen Jesus. Amen.